Ich grüße euch. Ich habe jetzt einige Dinge über Stiegen erzählt und möchte euch auch zeigen, was noch alles möglich ist. Und zwar habe ich ja auch eigene Stiegenobjekte schon vor langen Jahren designt, und zwar als GDL-Bauteile, also nicht als Stiegen, sondern als Objektwerkzeug, als Bibliothekselemente. Und bei dem Element zum Beispiel habe ich eben eine Stiege gemacht, wo ich sozusagen sehr viele Dinge verstellen kann, zum Beispiel einfach grafisch den Verzugsbereich, man sieht, wie es hier immer enger wird, oder auch die Lage der G-Linie, na, das war es nicht, die Startpunktverschiebung, dann war das die G-Linie, ich habe es schon vor längerer Zeit mal gemacht. Und das grafisch, ohne dass ich irgendwo in eine Dialogbox muss. Oder den Winkel der Stiege, wobei das wirklich eine Stiege ist, die eben nur eben diesen einen Zweck dient. Eine viertelgewendete Stiege in verschiedenen Teilen darzustellen. Ich habe hier die einzelnen Stufenhöhen reinschreiben lassen und so weiter. Wobei es sollte eigentlich nur als Konzept dienen, um Graphisoft damals als eine Möglichkeit zu geben, zurück, eine Möglichkeit zu geben, ihren damaligen Stiegenmacher, der sehr eingeschränkt war, einfach mal zu erweitern, eine gedankliche Hilfe, wenn man so will. Und was ich auch gleichzeitig reingebaut habe, weil ich ja selbst oft Stiegen unterrichte. Das war die Höhe, das lasse ich lieber. Wo habe ich es denn hier? Da. So. Ich habe auch hier die Wangenabwicklungen reingegeben. Das heißt, wenn ich hier irgendwas verändere, gehen auch die Wangen automatisch mit. Ihr seht schon, was ich meine. Steuerung 3. Das Ganze war natürlich auch eine Stiege im 3D und da seht ihr auch, was mit der Veränderung der Stufe gleich mitgeht. Also die Wange habe ich da gleich mitgemacht. Steuerung hat das T. Konstruktionsarten habe ich drinnen gehabt. Stahlbeklung mit Keilstufen. Okay. Ne? Wie gesagt, das ist schon relativ lange her, dass ich das gemacht habe. Geometrie, Evolver-Methode, auch verschiedene Methoden des Verzuges habe ich drinnen gehabt. Naja, alles funktioniert jetzt nicht mehr. Es ist schon einige Versionen her. Zubehör, was habe ich denn drinnen gehabt? Oberanschluss, Deckenanschluss. Da müsste ich jetzt wirklich herumsuchen, was noch alles möglich ist damit. Aber es war ziemlich ausgefeilt, die Sache. Deshalb wundert mich das, dass das jetzt nicht umschaltet. Die Geschosshöhe habe ich damals noch eingegeben. Ach so, die Wangen, das war die, ich weiß schon wieder. Materialien, 2D-Darstellungen, Geometrie, Wangenbreite. Steuerung hat das T, was habe ich denn noch alles drinnen gehabt? Ich weiß es nicht mehr genau. Aufgesattelt. Strang hat das T. Laufplattendicke, Wangenbreite, Aufbiegung seitlicher Überstand, Stufenüberhang, Setzstufendicke. Da ist alles Mögliche drinnen gewesen.
Und Moment, ich setze sie einfach mal komplett neu ein. Muss ja auch gehen. Und was eben bei dem Teil eine Möglichkeit war, ich habe mich hier an mit diesem Punkt hier an die Höhe einfach an Geschosshöhen annähern können. Es gibt natürlich eine gewisse Minimum-Maximum-Anzahl von Stufen, die hier möglich sind. Die ganzen Verdrehungen sind natürlich auch in 3D möglich gewesen, noch lange bevor der Treppenmacher in Arrecad, so wie er jetzt ist, überhaupt drinnen ist. Treppenbreite verändert, änderbar, alles grafisch. Und das ist etwas, was ich jetzt wirklich in der derzeitigen Ausfertigung, die Graphisoft momentan gemacht hat, einfach vermisse. Dieses direkte grafische Bearbeiten. Eine andere Möglichkeit wäre eben diese Treppe gewesen, wo ich einfach mit wenigen Anfassern im Grundriss sozusagen zum Beispiel die G-Linie kann ich verändern. Dann den Treppenradius kann ich verändern. Die Innenbreite kann ich verändern. Was war das? Profilverschiebe. Ach, das ist, wenn ich die Wange verschiebe. Für innen und außen war ich schon wieder. Und Steuerung 3. Wenn ich mir die Treppe jetzt also ansehe, natürlich konnte ich nicht auf die Graphisoft eigene Durchgangslichteneinstellung unter Optionen, Dokumentation, Modelldarstellung zugreifen. Da wäre die Möglichkeit gewesen, diese Kopffreiheit einzugeben. Das konnte ich nicht, aber ich konnte sie in GDL selber programmieren. Geometrie, zum Beispiel die rote Durchgangslichte, außen einschaltbar. Und was ich schon also drinnen hatte bei meiner Treppe, das kann Graphisoft bis heute nicht. Überschneidungen, Überlappungen. Außerdem habe ich, wenn man sich das genauer anschaut, auch die Außenabmessungen der Stufe angeschaut, wie groß ist das Ganze. Und dann habe ich geschaut, wie oft müssen die Stabal hier genauer rein, dass sie nicht größer werden wie 12 cm und dass sie immer von einer Stufe zur nächsten automatisch mitgehen. Also das ist ja was, was bei der jetzigen Geländerstruktur, die in Graphisoft Treppen jetzt drinnen ist, momentan wirklich ein Problem ist. Dann fehlt in den jetzigen Wendeltreppen Dingen einfach die Möglichkeit, dass ich den oberen Anschluss gestalte, obwohl der bei so einer Treppe eigentlich immer mit dazugehört. Ich habe das dann nicht fertig programmiert, weil ich eigentlich gedacht habe, naja, so eine Treppe dürfte ich ja auch nicht machen. Ich müsste dann spätestens nach 20 Stufen ein Podest einbauen nach unserer Bauordnung und ich möchte eigentlich eine Treppe bauen, wo ich dann jede Stufe angreifen kann und einen Podest draus machen kann. Und das habe ich dann nicht mehr weitergemacht, weil inzwischen jeder Treppenmacher gekommen ist. Aber das sind einfach Dinge, die Graphisoft einfach viel zu kompliziert gemacht hat. Ihr seht schon, was hier grafisch möglich ist, was bei reinen Graphisoft-Treppen einfach nicht drinnen ist, sagen wir es mal so. Gut, jetzt möchte ich trotzdem auch einmal mit Graphisoft Möglichkeiten eine Treppe gestalten, die überschlägt, was ja, wie gesagt, da habe ich noch was gemacht. Natürlich, wenn ich eine überschlagene Treppe habe, muss ich zumindest die Darstellung der Lauflinie ein bisschen ändern, dass man sieht, von wo Weg geht es denn, wo geht es denn hin. Deshalb habe ich das dann nach innen in einer Spirale geführt, dass man es trotzdem noch
verwenden kann. String 3. Man muss eben dann einfach manchmal neue Ideen haben. Und hier ist momentan Graphisoft nicht wirklich. Also überschlägt es nicht mehr. Durchgangslicht ist auch noch okay. Berechnet werden die Stufen natürlich über das Schrittmaß und die maximale Stufenhöhe. Der Rest ergibt sich. Es ist weit nicht so kompliziert, wie es Graphisoft gelöst hat. Meiner Meinung nach völlig unnötig so kompliziert gelöst hat. Und das sollte wirklich nochmal ordentlich Hirnschmalz reingesetzt werden. Wie gesagt, das ist Work in Progress, das ist nicht komplett fertig. Ich habe auch oben den Deckendurchbruch gleich mitgenommen, den man außen einschalten kann, wenn man ihn haben will, wo man auch den Deckendurchbruch, naja, hier ist diese Möglichkeit des Ausgangspodestes. Was habe ich noch alles drinnen gehabt? Ja, da sind jetzt manche Materialien nicht. Wo habe ich es denn gehabt? Deckendurchbruch oben. Deckenstärke, Randabstand. Deckendurchbruch. 0,5, wenn ich den größer mache, dann wird das automatisch mitgenommen. Ich habe auch hier schon Versionen, wo dann praktisch das Geländer oben herüber geht, hier wieder rum bis hierher und da wieder hergeführt wird. Das gibt schon alles, ich habe jetzt nur eine ältere Version. Nur habe ich dann eben nicht weitergemacht, weil es eigentlich dann nicht mehr, weil ich es dann nicht mehr als nötig empfunden habe. Gut. Das nächste Tutorial wird also davon handeln, wie man so eine Wendeltreppe überlappend zusammenbekommt. Schöne Tage. Wie gesagt, das war jetzt nur ein Vorschau und einen Anreger an Graphisoft. Und ja, mal sehen, was rauskommt.